Der Goldpreis ist zuletzt deutlich gestiegen auf ein neues Allzeithoch. Aber warum passiert das eigentlich? Dafür gibt es einige immer wieder genannte Gründe, die aber eher in den Bereich Mythos fallen. Und es gibt ein paar Gründe, die eher in den Bereich Realität fallen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen in diesem Video, das ich zusammen produziere mit directtrade.com. Schnell lernen und günstig handeln. Warum steigt der Goldpreis? Was ist das eigentliche Motiv? Was passiert da? Das ist die Frage, die sich derzeit stellt. Für viele diejenigen, die auf steigende Goldpreise spekulieren oder die Gold im Depot haben. Und da ist es vielleicht mal sinnvoll zu gucken, welche Faktoren wirklich den Goldpreis treiben. Denn das kann man historisch ein bisschen aufarbeiten und zeigen, da gibt es ein paar Faktoren, die wichtig sind. Und andere, von denen viele glauben, dass sie wichtig seien, die sind gar nicht so wichtig. Zum Beispiel der Dollar. Dollar ist ja natürlich die Weltwährung und Gold wird hauptsächlich gegen den US-Dollar gehandelt. Aber wir sehen in dieser Grafik, dass es da durchaus massive Kursdifferenzen immer wieder gibt, dass Gold zum Beispiel steigt und der Dollar gar nicht schwach ist oder der Dollar sehr schwach ist und Gold nicht so wirklich steigt. Dafür gab es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder zahlreiche Phasen, wo die Differenz nicht wirklich groß war, wo der Dollar stark war und Gold nicht schwach zumindest. Also es ist nicht wirklich der Dollar. Und das sieht man auch, wenn man sich mal hier diesen Tweet von Mike Shadlock anschaut, der mal verglichen hat den aktuellen Stand des Dollarindex, also des Dollar gehandelt gegen einen Währungskorb. Und Misch zeigt hier, dass der Dollar da, wo er jetzt ist, da hatten wir den Goldpreis schon bei $450, bei $380, bei $1080 und bei $1480. Also eine völlig unterschiedliche Situation wie derzeit. Der Dollar ist schwach, aber er war zuvor stark. Der Goldpreis gleichwohl auf Allzeithoch. Aber wir hatten bei dem Stand, bei dem der Dollarindex jetzt derzeit handelt, Gold eben schon bei $380. Also irgendwas kann da nicht hinkommen mit dem US-Dollar. Aber vielleicht ist es ja was anderes. Vielleicht die Schmucknachfrage. In Indien zum Beispiel wird ja viel geheiratet und dann wird Gold geschenkt. Dementsprechend ist es vielleicht die Gold oder ist es die Nachfrage nach Schmuck, nach Goldschmuck, die hier treibt. Aber wenn man sich mal das Jahr 2019 anschaut, dann sieht man, dass der Goldpreis gestiegen ist, die Schmucknachfrage aber deutlich zurückgegangen ist. Also so richtig passt das natürlich auch nicht. Das ist wohl nicht die Erklärung, was da passiert. Ich will nochmal hinweisen auf die exzellenten Konditionen bei directtrade.com. Da können Sie zum Beispiel nicht nur den DAX handeln mit sehr günstigen Spread von 0,6 Punkten, sondern auch den Euro-Dollar 0,3 Pips, aber vor allem auch Gold oder Silber ist da sehr, sehr attraktiv. Aber weiter im Text. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, welches die wirklichen Motive sind, was man wirklich nachweisen kann, in welchen Situationen steigt der Goldpreis. Und da ist einer der zentralen Punkte der Glaube, das Vertrauen in die Notenbanken. Wir haben zum Beispiel den Hochpunkt des Goldpreises gesehen, bevor der damalige Fed-Chef Volcker die Zinsen massiv erhöht hat. Und da kehrte dann das Vertrauen in die Notenbank zurück. Damals Inflation in den USA. Volcker hat mit einer radikalen Kur die Zinsen gehoben, damit den Goldpreis geschwächt, der ja immer dann wirklich das Problem hat, nicht verzinst zu sein, wenn die Zinsen eben hoch sind. Aber wir haben auch die Situation zum Beispiel im Jahr 2011, als Draghi sein Whatever it takes, we will do everything to preserve the euro. Wir werden alles tun, um den Euro zu retten. Und danach hat die EZB ja durchaus QE betrieben, also Anleihen gekauft, die Geldmenge ausgeweitet. Und der Goldpreis ist dennoch nicht massiv gestiegen. Da war also das Vertrauen da, dass die Notenbanken die Sache im Griff haben. Jetzt scheint die Situation, dass man sich sagt, naja, die Notenbanken haben die Lage nicht mehr im Griff, die müssen von einer Rettung zur nächsten. Aber in dem Sinn haben sie die Lage nicht mehr im Griff, dass sie die Märkte wirklich so hindrängen können, wo sie hinhaben wollen. Die Aktienmärkte sagen sich, wir werden gestützt von den Notenbanken, das schon. Aber das Geld sucht sich dann eben Alternativen vor der Politik der Notenbanken. Und das ist unter anderem Gold. Mithin ist also der steigende Goldpreis auch ein Vertrauensverlust in die Allmacht der Notenbanken. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der zweite entscheidende Faktor ist die sogenannte reale Rendite. Also das, was ich an Zinsen bekomme, wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, minus Inflation. Und wir sehen, da sind wir jetzt praktisch bei der realen Rendite in den USA, etwa bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe.
auf einem Allzeittief, fast bei minus 1%. Das heißt, wenn ich eine 10-jährige Staatsanleihe kaufe, da kriege ich so 0,55% um und bei an Zinsen. Aber dann muss ich die Inflation dagegen rechnen von fast 2%. Dann habe ich eben, oder je nachdem nach welcher Berechnungsmethode, es gibt ja die Kerninflation und die Nicht-Kerninflation, jedenfalls sehen wir da, dass wer eine Staatsanleihe kauft mit 10 Jahren Laufzeit der Amerikaner, der verliert faktisch über die Zeit Geld, weil die Inflation die Rendite eben auffrisst. Und wir sehen, dass der Goldpreis sehr, sehr eng korrespondiert mit der realen Rendite. Geht die reale Rendite nach unten, dann geht der Goldpreis nach oben, weil Gold ist nicht verzinst und Gold wird umso attraktiver, weil es da dann praktisch diesen Zinsnachteil, den Gold ja grundsätzlich hat, nicht mehr gibt. Der spielt gar keine Rolle mehr. Dementsprechend bringt das den Preis nach oben. Wir sehen hier in dieser Grafik die steigende Anzahl von Staatsanleihen, die negativ rentieren. Und je höher diese Summe der negativ rentierenden Staatsanleihen ist, also wenn man eine Staatsanleihe kauft, muss man sogar noch drauf zahlen, ist ja an sich schon absurd genug, umso besser für den Goldpreis, gerade wenn eben die reale Rendite, also wenn die Inflation noch mit dazu gerechnet wird. Und insgesamt sehen wir, dass die Renditen tendenziell weiter fallen, obwohl die Verschuldung steigt. Das sehen wir in dieser Grafik. Warum ist das so? Nun, es liegt daran, dass Inflation ja meistens dann entsteht, wenn Nachfrage da ist, wenn investiert wird. Jetzt ist es aber so, je höher die Verschuldung ist, umso mehr Kapital muss eben aufgewendet werden, um diese Verschuldung zu finanzieren, um die Schulden zu bedienen. Dieses Geld kann dann nicht in Investitionen, kann praktisch nicht in Nachfrage investiert werden. Dementsprechend ist es so, dass im Grunde je höher die Verschuldung ist, tendenziell die Wahrscheinlichkeit ist, hoch ist, dass dann die Renditen weiter sinken. Das ist sozusagen die Krux. Dementsprechend scheint es da gar keinen Ausweg zu geben, denn die Verschuldung, so viel scheint klar, die wird weiter steigen. Also muss in Zukunft immer mehr Geld aufgewendet werden, um diese Schulden auch zu bezahlen. Dieses Geld fehlt dann als Nachfrageimpuls oder als Rohstoffe, der letztendlich Nachfrage erzeugt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der wahrscheinlich bedeutet, dass eben Gold weiterhin durchaus eine gute Zukunft hat. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viel der gesamte Markt für Edelmetalle, die gesamte Marktkapitalisierung der Edelmetallindustrie ist, sehr, sehr viel weniger als der Marktwert von Apple, der das 2,5-fache der gesamten Edelmetallhersteller hat. Also da sieht man, da ist möglicherweise ein riesiges Aufholpotenzial und vieles spricht dafür, dass langfristig gesehen kurzfristige Überhitzungen können jederzeit abgebaut werden, wenn einfach zu viel spekulatives Kapital im Markt ist. Aber langfristig gesehen, solange es nicht irgendwo einen denkbaren, gangbaren Weg gibt aus der weiteren Verschuldungsorgie, dann dürfte eben Gold weiter steigen, denn es ist nicht vorstellbar schlichtweg, dass die Renditen steigen, dass die Zinsen also steigen für Staatsanleihen, denn das kann sich kein Staat leisten, wenn diese immer größere Verschuldung dann auch immer teurer wird, was die Zinsen betrifft. Das nur mal ein kleiner Hinweis von mir und von directthetrade.com. Jetzt wünsche ich Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.